So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Deliverous Mars hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind gerade noch dabei, die Trümmerteile wegzuschneiden. Es dauert ein bisschen. Wir sollen nicht die Tanks erwischen. Mich würde aber mal interessieren, was passiert, wenn wir die Tanks erwischen. Ich würde gerne mal das Ding in Luft jagen, nur zum Gucken, was passiert. Aber das können wir vielleicht dann mal im Dings machen. Nach dem Let's Play machen wir das vielleicht mal einfach kurz die Aussicht nochmal genießen. Nach dem Let's Play können wir das mal machen, denke ich. Dann suchen wir uns das Kapitel raus, Kapitel 2. Und dann sprengen wir das Teil mal und gucken, was passiert. So ist der Plan. So, hier Strom. Okay, kein Saft. Sicherung. Ja, was ich weiß gar nicht, machen sollen, ehrlich gesagt. Okay. Kenne die Sequenz ja nicht, verstehe ich nicht. Okay. Der, ja. Der und der. Und zack, weg. Diagnose läuft. Alles im Lot. Okay, gut gemacht, Cat. Geh wieder rein. Vorsichtig. Ja. Ja, Claire. Das wäre cool gewesen, wenn man da das Rohr noch setzen würde, oder? Kannst du nicht einfach irgendwas abschneiden? So eine Kühlmittelrohre oder was das sein müsste eigentlich. Naja, gut, die werden es schon wissen. Ich bin jetzt kein Experte, kein Raumschiff-Experte. Airlock. Okay, ich gleiche den Druck aus. Auf geht's. Erlaubnis erteilt zum Verlassen der Schleuse, Mondbär. Okay, wir sind wieder in der Vergangenheit, im Prolog quasi. Verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool! Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Okay, was soll ich machen? Erkunden oder? Da unten durchfliegen vielleicht, weiß nicht. Fliegen. Schwimmen natürlich. Thank you.
überhaupt okay. nichts. Cool, ein Cockpit. Okay, da drin ist nichts. Kann ja auch nicht weiter. Tu so, als wärst du Astronaut. Achso, also klar, wir müssen doch ins Cockpit. Ich war eben drin, aber da war nichts zum Interagieren. Manchmal gibt es den Trigger nicht richtig bei dem Interagieren. Gute alte Unreal. Ah, jetzt. Wow! Ich bin in meinem Room, wie es aussieht. Da ist Mondbär. Hey Mondbär. Ich brauche diese wohlige Wärme von Zeit zu Zeit. Claire würde es gar nicht gefallen, dass ich Mondbär mitgebracht habe, weil er ist wohl an die Person erinnert, von der ich ihn habe. Ich verwahre ihn besser sicher in meinem Spind. Ach Mondbär. Der kleine Mondbär. Ey Ayla, was geht? Die darf wohl nicht rumfliegen hier. Hier ist ein Schlepptop. Ist auch cool, dass du nicht einfach hier Gravitation hast im Raumschiff. Das ist echt nice. Also es fühlt sich realer an als diese normalen Raumschiffspiele. Also das heißt normal, also die normalen. Also die andere Spiele wie Dead Space und so. Das fühlt sich auf jeden Fall so an, als könnte das so passieren, was wir jetzt gerade machen. In näherer Zukunft. Okay, wir müssen. Was ist unser Ziel? Beginne routinemäßige Kontrollen, geh zum Cockpit. Aber wir gucken uns mal kurz hier im Flurraum. Da kann ich irgendwas scannen. Zypris Topo-Kapsel. Ich habe sechs Jahre in einem von diesen Dingern auf dem Mond verbracht und weiß noch, wie komisch das Aufwachen nach so langer Zeit anfühlt. Diese spezielle Art von Toropor-Scharf in dieser Kapsel wirkt sich auf deinen Verstand aus. Ich weiß nie so recht, ob ich träume oder nicht. Ah, alles klar, das kann ich mir vorstellen. Dass es problematisch sein kann. Das fehlt halt noch ein bisschen. Also Kryoschlaf fehlt der Menschheit aktuell jetzt noch. Und auf jeden Fall einen schnelleren Antrieb. Das ist halt das größte Problem, der schnellere Antrieb. Wir sind aktuell noch viel zu langsam. Ich denke eher, dass, weiß nicht, Kryoschlaf ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante als einen schnelleren Antrieb wie Warp und so. Warp ist halt so eine Sache immer. Warp, ne? Warp ist so eine Raumzeitfaltung. Ich weiß nicht, ob das alles so in naher Zukunft passieren kann. Beginne routinemäßige Kontrollen. Öffne die Blende. Ach da. Wow, der Mars. Was jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist das?
Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Oh oh. Oh oh. Ich sollte Eila mitnehmen, aber ich komme nicht mehr zurück. Vielleicht hätte ich den eben aktivieren sollen. Shit. Geil, der Mars. Oder? Ich weiß nicht, ob es der Mars ist. Das sieht so aus, zumindest ein roter Planet und so. Wir sind ja kurz davor, also im Orbit. Ich weiß nicht. Oh, die ist kaputt, die Schubdüse. Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? Okay. In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Jo, haben wir gelernt. Und, Nee, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Vorsicht, das sind die Brennstoffzellen. Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam, vorsichtig. Verstanden. Oh, das ist knapp. Oh, das ist knapp. Pixel genau ist abtrennen. Das ist knapp. Okay, das müssen wir mehrmals, müssen wir viermal machen wahrscheinlich. Oh, guck mal, da ist direkt ein Dings dahinter. Eine Brennstoffzelle. Das ist knapp. Okay, aber wir werden es hinbekommen, denke ich. Das war aber geskriptet jetzt. Fangen. Ich muss mich fangen. Das war bis geskriptet jetzt, oder? Cat. Cat. Sag etwas. Oh shit. Oh shit. Schnell zur Schleuse. Komm schon. Komm schon. Oh fuck. Die Schleuse ist offen. Komm hier rüber. Ich komm. Scheiße. Puh. War das mit Okay, wir sind wieder in der Vergangenheit. Ich spiele einen großen Teil auf der Erde von dem Spiel diesmal, ne? Wenn du guckst. Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb hab ich wirkt gesagt.
Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Weiter. Ja, die Familiengeschichte wird jetzt ein bisschen beleuchtet. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter im Bein gelandet. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Großer Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. Ja, nicht wegen Tanz. Wow. Cool, oder? Was ist das hier? So ein Ding. Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär, hol deine Ausrüstung. Okay. Muss doch nicht sein. Oh ja. Mission beginnt. Prüft Systeme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst, bist du einen Schritt näher am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Warum ein Kletterabzeichen? Das ist eine gute Frage. Nun, es ist so. angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du es und findest wieder heim. Kann da etwa was schiefgehen? Nein, nein, nein. Die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire? Da geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Also gut. Wir sind startklar. Bereit oder nicht? Los. Go. Go, go, Power Rangers. So. Wir dürfen jetzt klettern. Wir sind noch im Tutorial, natürlich. Also, linker. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Warum geht's nicht? Achso, muss beide gedrückt halten. Fantastisch, Mondbär! Achso. Eis. Geschafft. Ich bin ein Naturtalent. Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond! Bist du aufgeregt? Juhu! Okay.
Darf dich wieder loslassen? Okay, was ist das Ziel? Hör zu, wie Dad und Claire sich streiten. Okay, da muss ich hoch. Lass die Maus halt nicht loslassen von den Eispickeln, sonst ist ein Tomb Raider mäßig. Nicht gut. Mann, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Kisten sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und du weißt, was passiert ist. Bitte, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Komm. Tun wir die Ausrüstung weg. Ja. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will. Keine Sorge. Sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen. Ey, Mondbär, da liegt er noch in der Ecke. Siehst du mir beim Schlafen zu? Ja. Das ist creepy. Das ist creepy. Claire. Ja. Mutbär. Ist nur zur Beruhigung. Ich. Was erhoffst du dir denn auf dem Mars, Cat? Gar nichts. Ich verstehe schon, was du denkst, glaube ich.
Manchmal ist das, was wir wollen... Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac? Du meinst Dad? Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Nur ja, das ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass, wenn wir dort sind, du das Richtige tun wirst. Ich will nur das Beste für die Mission. Und das mache ich auch. Okay? Die Blenden sind zu für etwas mehr Spannung. Denn was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Was? Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay, du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Stimmt. Da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera Team, das ist die... Arche Labos. Seht euch das an. Nice. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Sieht so aus, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die photovoltaischen Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach. Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ich übernehme den Andockvorgang? Ja, du bleibst an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Gut, Ryan und Sarah, bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Bin dran. Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzte Go-No-Go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. What the hell happened here? So, aber wie es weitergeht und ob der Andock-Vorgang klappt, das seht ihr leider aus der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.